In der Gasthofküche steckt Christian inzwischen mitten in den Vorbereitungen. Und von schlechter Stimmung kann keine Rede sein. Mir geht's gut, sehr gut sogar. Wir haben natürlich letzte Zeit sehr viel Arbeit gehabt, um die Themenabende zu planen, auch die à la carte Abende zu planen, was wir für Speisen machen. Hallo, hi, ich bin der Frank. Ich freue mich sehr, Stefan. Hey, was gibt's heute? Wir machen ja heute exemplarisch schon mal einen Menüabend, damit wir schon mal wissen, wie das ankommt. Ich will auch unbedingt wissen, was die Leute hier sagen. Das Thema ist Schleswig-Holstein. Also wir haben Schleswig-Holstein. Und dann machst du, wie ich schon sehe, ein Matjes-Tatar. Mit aller gebotenen Gelassenheit macht sich Christian an den Klassiker. Stefan, du kannst auch mal den Dilschmann holen. Ne? Ja. Du hast es mit Dilschmann gemacht. Genau. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist das? Das Gewürzgurkenfond, ich mariniere ein bisschen quasi in einem Fond. Wer kommt heute alles so? Ja, also die ganzen Vorstandsmitglieder der verschiedenen Vereine, Sozialverband immer 2 Stück und vom Sportverein 2. Das ist natürlich eine gute Idee, weil gerade diese Sportvereine hier in der Region nämlich enorm wichtig sind. Richtig. Und jeder hat hier eine sehr wichtige Funktion und vor allen Dingen binden die auch sehr viele Menschen. Und das sind alles Meinungsbildner und es sind auch potente Kunden, weil jeder hat auch mal was zu feiern irgendwann. Apfelradieschen, Gewürzgurke, der Matthias ist drin, ein bisschen Gewürzgurkenfond ist drin. Mhm. Ein bisschen Petersilie mache ich noch mit rein. Den Dilschmand unterheben und schon kann das Tatar in einer runden Form angerichtet werden. Ein bisschen Zitrone ran. Gibt's Anmerkungen vom Sternekoch? Was du dir aber unbedingt angewöhnen musst, ist, dass du sowas nicht hier mit drauf machst. Weil die Schale kann man nicht essen. Ja, ne? Wenn da einer reinbeißt, der fliegt ja auf dem Arsch und kriegt einen Kürzel Körperrückfett. Die Frage ist auch, muss das in Zukunft sein? Nee, muss nicht. Wir haben es immer so gemacht, aber es gibt noch andere Wege. Gut, du kannst es ein bisschen dekorativ abgleichen. Ne? Aber dann würde ich es wirklich so machen, dass das auch so ist, dass die Leute wissen, dieses Tatar ist so jetzt fertig. Ich bin für jede Inspiration oder für jede neue Idee, wenn es so eine Kleinigkeit ist, dankbar und nehme die auch gerne an, wenn ich sage, das bringt mich weiter. Was gibt es da noch zu? Brot oder so? Oder irgendwas? Kartoffelbrot haben wir von unserem Bäcker. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall rösten. Gesagt, getan. Das Kartoffelbrot flink in etwas Öl anrösten, salzen und zusammen mit dem Fisch probieren. So, jetzt nehmen wir hier und macht ihr das mal hier drauf. Ein kleines Upgrade kann einem Gang den letzten Schliff verleihen. Aber das Salz am Brot, oh gut. Dicker Killer, oder? Man hat ja natürlich hier seine Arbeit, man macht das, ist alles gut, aber da sind natürlich ein ganz paar andere Einflüsse, die man noch mal kennenlernt. Das ist natürlich für einen selber eine Entwicklung, auch auf jeden Fall. Was gibt's noch zum Hauptgang? Tafelspitz, Rindertafelspitz. Tafelspitz! Bouillonkartoffeln. Bouillonkartoffeln, sehr gut. Und zum Dessert? Da gibt's Bauernmädchen. In Schleswig-Holstein ist das Bauernmädchen. Versteuertes Bauernmädchen. Ein ganzes? Vom Kopf bis Fuß? Erzähl mal, was ist das? Das ist geröstetes Pumpernickel, ja. Schwarzbrot mit Butter angeröstet. Ja. Da kommt da halt Himbeerkompott rein und danach kommt Sahne drauf. Oh, mein Glück habe ich abgenommen, dann kann ich das nachher nochmal probieren. Also haut rein. Das war doch gut. Das sah gut aus. Und vor allen Dingen, es hat geschmeckt. Ja, und das ist das Allerwichtigste. Das ist ein gutes Konzept für die Zukunft, Menü-Event. Ja, und das mit dem Sharing Plates und so fühlt sich gut an. Und vor allem, man kann damit auch richtig Geld verdienen. Und das Schöne ist, ich komme in die Küche und er ist nicht mehr so in dieser Schockstarre. Es ist lässig, ich habe einen guten Mitarbeiter dabei und die Angst ist weg. Das spürt man aus seinem ganzen Körper. Es ist wie so eine Starre, ist so raus aus seinem Körper und aus seinem Kopf. Und das muss auch sein, sonst kann man sich nicht verwirklichen. Sonst kann man nicht kreativ sein, sonst kann man auch nicht authentisch sein. Und dieses Bauchgehirn, das funktioniert nicht, dass man Selbstvertrauen hat. Das hat er jetzt, weil das habe ich geschmeckt. Und wir sind hier in einem Restaurant. Also was muss es? Schmecken. Beim ersten Besuch habe ich schon mit Steffi und Christian das Konzept der Themenabenden entwickelt. Es ist allerdings so, dass wir das jetzt in Zukunft auch wirklich strikt durchziehen müssen. Das heißt, es muss ordentlich kommuniziert werden, es muss ordentlich umgesetzt werden und den Gästen muss ein großartiges Erlebnis geboten werden. Das sieht super aus, richtig gut. Der große Festsaal des Krogs strahlt so feierlich wie schon seit Monaten nicht mehr. Dem Sommerfest steht nun nichts mehr im Wege.
Also was ich ganz, ganz wichtig finde für die Zukunft ist, dass es immer so wunderschön festlich aussieht. Also die Gäste sollen wirklich was erleben, einen schönen Erlebnisabend haben. Das finde ich wirklich ganz toll und darauf solltest du auch weiterhin achten. Habt ihr euch jetzt dafür entschieden, so wie wir es konzeptioniert haben, dass es so Sharing Plates gibt, also dass alles so in die Mitte kommt und sich die Leute das alles ein bisschen teilen? Ja, das wird für den Hauptgang der Fall sein. Ist natürlich eine ganz gesellige Sache. Die Leute können sich was nehmen und mal davon, mal davon, mal kommt ins Gespräch. Und es ist einfach ein Miteinander und macht die ganze Sache auch gemütlich. Die Marketingaktion war ja sehr erfolgreich. Aber jetzt muss es eben auch noch mal kommuniziert werden. Die Leute sollen heute Abend fühlen, schmecken, riechen, dass der Krug da ist, dass er da bleibt. Also ich freue mich. Sieht super aus. Schön. Und ich würde mal sagen, so können wir künftig weitermachen, beziehungsweise ja, dann ab Herbst. Ja, das machen wir. Also der Abend heute ist sehr wichtig, damit wir uns einfach noch mal präsentieren können, zu zeigen, wir sind noch da und wir möchten gerne was machen. Wir möchten uns damit auch bei vielen bedanken für die tolle Unterstützung während der Krise und für die nächsten Monate. Pünktlich wie die Maurer trudeln die ersten Gäste ein. So, einmal hereinspaziert. Schnell füllt sich der so lang verwaiste Saal wieder mit Menschen und Leben. Dann horchen wir doch mal, sobald die Masken fallen, wie das Ambiente so ankommt. Das Ambiente ist sehr feierlich. Wir haben uns sehr darauf gefreut, dass es wieder losgeht. Weil die Plakate sind hier überall im Ort zu sehen. Die Laternenmasten, an der Kreuzung ist ja auch was aufgehangen. Und das war schon so ein Hingucker. Apropos losgehen. Auch die Krog-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bis in die Haarspitzen motiviert. Es war für uns wirklich eine lange Pause und wir freuen uns. Ich glaube, ich rede im Namen von allen, dass wir uns echt freuen, dass wir heute endlich wieder unsere Arbeit machen dürfen. Frank Rosin riskiert einen Blick in die Küche, um nach dem Rechten zu sehen. Gut vorbereitet. Geht doch, ne? Ja, wunderbar. Geht, Herr Berlin. Also die Gäste sind da. Gut. Zeit, die versammelten Saartrupper willkommen zu heißen. Wir sind alle sehr gespannt, wie das mit dem Krug in Zukunft weitergeht. Genau das wollen Steffi und Christian nun verkünden. Schön, dass ihr alle da seid und der Einladung gefolgt seid. Und bevor wir gleich ein bisschen was essen, wollten wir einmal unser neues Konzept vorstellen, was wir ab Oktober dann fahren werden. Und das wird meine Frau gleich erstmal so ein bisschen mit erklären. Ja, von mir auch recht herzlich willkommen. Ab Oktober haben wir einen neuen Plan, den wir zusammen mit den Experten erarbeitet haben. Wir haben ab Oktober einmal den Schwerpunkt gesetzt auf die Veranstaltungen, wie Familienfeste, Vereinsfeiern und so weiter. Außerdem überbringt Steffi die Nachricht, dass es das durchgehende à la carte Geschäft leider nicht mehr geben wird. Genau, und nach wie vor sind wir natürlich für alle Familienfeste, Gegebenheiten natürlich nach wie vor da. Ja, das ist das, was wir uns vorgenommen haben und dass wir im Oktober wieder voll durchstarten können. Wie kommt das neue Konzept bei den Saartruppern an? Also wir stehen da absolut voll und hinter und wir finden das auch gut, dass sie rechtzeitig die Reißleine gezogen haben, bevor es komplett hier schließt. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass er das macht. Also zu den zukünftigen Themenabenden werden wir auf jeden Fall wieder kommen. Wenn man mal ein Eis gegessen hat dann, oder ein Cappuccino, man holt sich einen Flammkuchen, man saß noch mal auf der Terrasse. Das fehlt halt schon, dass man jetzt nicht mehr so richtig mal einen Anlaufpunkt hat, um nachher noch mal was zu trinken oder so. Die Gäste sind geteilter Meinung. Jetzt muss ich zeigen, ob die Vorspeise die Zweifler gnädig stimmen kann. Es geht los mit schleswig-holsteinischem Matjes-Tatar an geröstetem Kartoffelbrot. Wie mundet der Einstieg in den norddeutschen Abend? Die Vorspeise war wirklich sehr lecker. Das war unser Matjes-Tatar, den wir heute jetzt hatten. Die Vorspeise war super gut, wie alles hier bei Ihnen. Die Vorspeise war schon super. Und was jetzt als Hauptspeise kommt, ist mein Leib- und Magengericht. Bei dem Leib- und Magengericht des Bürgervorstehers handelt es sich um Tafelspitz mit Bouillon-Kartoffeln. Doch nachdem die Gäste sich daran gütlich getan haben, wird es ernst. So, ihr Lieben, jetzt kommt's drauf an.
Wir verteilen jetzt hier zwei verschiedene Karten. Eine grüne und eine rote. Aber Sie füllen bitte nur eine Karte aus. Entweder eine grüne, wenn Sie sagen, hey, es fängt alles super. Oder eine rote, wenn Sie sagen, nee, aber ich habe auch hier mal so, möchte noch da was schreiben, was mir an Veränderungen vielleicht noch aufgefallen ist und sowas noch gemacht werden muss. Und dann sage ich erstmal im Vorfeld schon mal vielen Dank. Wie oft zücken die Saarrupper die rote Karte? Also nach dem Applaus fühlt sich das wirklich ganz gut an. Aber jetzt können Sie anonym abstimmen auf dem roten und grünen Kärtchen, was Sie wirklich von diesem neuen Konzept halten. Eben, dass erst ab Oktober geöffnet wird, dass es nur noch Menü- und Themenabende gibt, ja, und à la carte sehr, sehr reduziert. Ja. Gerade waren Sie alle sehr enthusiastisch, aber jetzt kommt die Wahrheit. Anonym, ne? Da sieht das immer ein bisschen anders aus. Bin gespannt. Man saß nun mal auf der Terrasse. Das fehlt halt schon. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass er das macht. Während das Dessert einläuft, haben die Gäste Zeit, ihrer Kritik in Schriftform Ausdruck zu verleihen. Auch die Experten haben keine Ahnung, ob und inwiefern das neue Konzept Rückhalt in der Gemeinde erfährt. Zur Auswertung. So, ihr Lieben, jetzt stehen wir hier. Ich möchte mal kurz vorlesen, was die Menschen, eure Gäste, für heute und für die Zukunft euch so mitgeben möchten. Ich würde es besser finden, wenn das Restaurant und der Biergarten öfter für die Bevölkerung und Touristen geöffnet sind. Ich finde es schade, dass der Coop 3 Tage in der Woche geschlossen hat. Ich möchte das ganz einfach mit meiner Ruhrgebietsschnauze mal erklären. Wenn ich nur 1.500 Euro einnehmen, kann ich nicht 2.000 ausgeben. Das versteht auch ihr! Und dann wird es wieder einen Weg finden, nur jetzt gerade nicht. Und von daher ist es umso schöner, dass ihr so ein großes Verständnis habt. Kurzes Fazit, wir haben 48 grüne Karten und 2 rote. Das bedeutet, ich finde es sehr, sehr gut. Wir kommen gerne wieder, auch wenn es erst im Oktober ist. Für Saarrupp ist es ganz wichtig, dass wir einen guten Krog im Ort als Mittelpunkt für Jung und Alt haben. Die Stammtischgemeinschaft steht hinter euch. Und wir wünschen euch, dass ihr alles gut übersteht. Ihr seid heute das Vorbild einer Branche und zeigt ihnen, dass es geht, in der Krise doch weiterzukommen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Der Rückhalt ist überwältigend. Das rührt einen und man ist wirklich dankbar dafür, dass die Leute im Dorf einfach so toll sind und uns da so unterstützen. Und da können wir uns nur glücklich schätzen. Das gesamte Team wünscht dem Krog alles erdenklich Gute für die Zukunft.